Und jetzt geht's los. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Klasse Pass. Tja, wo ist die Lücke? Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Gute Aktion. Gefährlich. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Gleich nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst der Ausbau, Spielaufbau mit viel Geduld. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Kann er was draus machen? Klares Handspiel. Das wird Elfmeter geben. Jetzt wollen sie die Führung ausbauen. Er macht den Elfer nicht rein. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Ecke kommt rein. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball ist unterwegs. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Abwehrversuch, Schalter, Szene geht weiter. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Das ist ein klarer Torwartfehler. Da kommt die Szene nochmal. Ein dicker Bock. Leichtsinn. Logische Konsequenz, der Treffer. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Chance jetzt. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja den sicheren Treffer. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Und jetzt die Chance. Manuel Schäffler. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. Ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Gute Chance für eine Flanke. Riesenchance. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Jetzt die Torchance. Das ist die Chance. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor noch mal einen Schub.
Tor. Jetzt ist hier richtig Feuer drin. Also wenn sie das jetzt noch packen, dann flippen die richtig aus. Da bin ich sicher. Nochmal. Jetzt sind wir am Ende dieser Partie angekommen. Schlusspfiff. Und die Gastgeber sind der Verlierer dieses Spiels. Knapp gehen sie hier als Verlierer vom Platz. Wir sehen die Enttäuschung in den Gesichtern. Sie wollten mehr. Und das wäre ja auch machbar gewesen. Aber sie hatten heute viel Pech. Aus meiner Sicht wäre mehr drin gewesen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.